Hier sieht man nochmal, wie jemand eigentlich an einem sehr schönen Ort ist und dann doch ins Internet geht. Ohne das wären wahrscheinlich nicht 49 Millionen Deutsche online. Und wenn man sich die ARD/ZDF-Online-Studie anschaut, dann und fragt nach mindestens gelegentlicher Online-Nutzung, sind das 67,1%, aber bei den 14- bis 19-Jährigen 100% und auch bei den 20- bis 29-Jährigen nur 98,4%. Die Personen, die in Ausbildung sind, benutzen es, Berufstätige auch, während das sind die Rentner und Berufstätige, das sind noch die Non-Liner, die noch nicht ganz so viel online sind, aber auch selbst da gibt es mittlerweile Personen, die ganz viele interessante Sachen machen. Wenn man sich anschaut, welche Anwendungen kommen eigentlich bei Online-Benutzern der ab 14 Jahren mindestens einmal wöchentlich zum Einsatz, und da sieht man Suchmaschinen und E-Mails, trotz aller Unkenrufe, die E-Mail wird immer noch genutzt. Und bei den Jüngeren insbesondere auch das Instant Messaging sehr, sehr beliebt. Online-Communities sind auch Standard eigentlich bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen. Kommt es stark? Gesprächsforen, das ist bei den 20- bis 29-Jährigen nicht ganz so ein wichtiges Thema. Und zielgerichtetes Surfen, das mit steigendem Alter surft man so ein bisschen mehr zielgerichtet. Ansonsten kann man sich auch zum Unterhaltung einfach rumsurfen. Und wenn man sich anschaut, wie viele Minuten nutzen die 14- bis 19-Jährigen eigentlich das Internet. 110 Minuten, mittlerweile genauso lang wie das Fernsehen. Und viel weniger das Fernsehen als die Gesamtbevölkerung. Wenn man sich das anschaut, TV 107 Minuten versus 244 Minuten. Das heißt, Jugendliche haben noch echt was anderes zu tun, als nur Fernsehen zu gucken. Wir sprechen hier über Web 2.0. Wird das überhaupt genutzt? Und auch hier wieder aus der ARD/ZDF-Online-Studie. Welche Dienste werden genutzt? Wikipedia, insbesondere die 14- bis 19-Jährigen und auch die 20- bis 29-Jährigen wird ganz, ganz viel genutzt. 14- bis 19-Jährige eigentlich alle. YouTube genauso. Private Netzwerke im Profil auch schon mittlerweile 4/5. Und Fotosammlungen, die kommen so langsam. Man muss natürlich auch sagen, dass zum Beispiel Facebook halt ganz viele Fotos schon drin hat und das für viele ausreichend ist. Währenddessen Sachen wie Weblogs und Twitter, Dienste, die wir noch im Detail besprechen werden, die sind eher unter ferner liefen. Genauso wie berufliche Netzwerke oder gar Lesezeichensammlungen. Wobei die zum Beispiel ganz besonders wichtig fürs Studium sein können, aber nur 4% der 20- bis 29-Jährigen nutzt sowas. In diesem Seminar denke ich, dass viele von Ihnen bisher auch keine Lesezeichensammlung nutzen. Zumindest werden Sie in dem Seminar darüber nachdenken können, ob das vielleicht doch eine tolle Sache ist. Okay, oi, hier hätten wir nochmal Animation gehabt. Nutzungshäufigkeiten privater Communities und Netzwerke, das sind vor allem so Dinge wie Facebook, Schüler-VZ, Studi-VZ, und MySpace. Zumindest selten, mal gesehen, 95 bzw. 85%. Das ist im Grunde Komplettabdeckung. Und wenn man sich nochmal anschaut, wenn man täglich und wöchentlich, also zumindest wöchentlich, schauen alle dort hinein. Für uns interessant die aktive und die passive Nutzung. Man sieht immer dieses Blau, das ist Information abgerufen. Dann Rot oder Grün ist einstellen, beziehungsweise beides machen. Bei Wikipedia 97% der Nutzer nutzen das eigentlich nur passiv und 3% nur aktiv. Videoportale, da ist schon ein bisschen mehr Aktivität, sodass man 8% hat schon selbst auch aktive Nutzung.
Und Fotocommunities, die leben sehr stark darüber, dass man wirklich seine eigenen Bilder hochlädt. Es gibt Communities, da geht es auch ums professionelle Fotografieren, aber hier geht es tatsächlich mehr so um sich Anschauen der Bilder von Freunden und dann auch selber was hochladen. Und Weblogs finde ich spannend, dass so viele sind, wobei man muss natürlich sagen, es machen eher wenige, also es nutzen auch wenige Weblogs. Und wenn man dann schon Weblogs liest, dann tut man halt häufig auch selbst schreiben. Wenn man nachfragt nach dem Interesse, Beiträge zu verfassen, dann sieht man, dass das eigentlich relativ stabil geblieben ist und sich dort in den letzten Jahren nicht so richtig viel was passiert ist. Und warum das jetzt so wahnsinnig runtergegangen ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Es könnte sein, dass durch die Online-Communities wie Facebook und aber auch Dienste wie Twitter das tatsächliche Bloggen, wo man längere Beiträge schreiben muss, ein bisschen uninteressanter geworden ist, müssen wir die 2011er Daten tatsächlich uns dann anschauen. Wenn man es mal für die Jugendlichen anschaut und die jungen Erwachsenen, dann ist tatsächlich das Interesse in den letzten Jahren nicht so gewachsen oder eher eigentlich runtergegangen. Und ungefähr ein Drittel, kann man sagen, hat zumindest etwas Interesse, das zu machen. Fürs Lernen, für Unterstützung von Lernprozessen kann das sehr wertvoll sein. Und insofern werden wir tatsächlich auch Weblogs einsetzen. Und wie, das erfahren Sie noch in den Tutorials zu der Veranstaltung. Okay, ich hoffe, Sie haben ein bisschen Einblick gekriegt, was tatsächlich Web 2.0 bedeutet. Wir hatten uns diese Grenzverschiebung angeschaut. Wenn man sich das in der Bildung anschaut, dann sieht man, dass plötzlich eigentlich diese Unterscheidung Lerner und Lehrer auf oder Lernerin und Lehrerin aufgeweicht wird und dass die Lernen jetzt auch Content erzeugen, also sozusagen Lernen durch Lehren. Dass nicht mehr alles in der Schule und Uni passiert, Lernen wird irgendwie ubiquitär. Sie lernen auch in der Cafete mit ihren Kommilitoninnen und trinken dabei einen Kaffee, was ganz schön ist. Und Lernen versus Prüfen, es wird immer mehr so, dass sie tatsächlich Dinge dokumentieren, was sie machen und zum Beispiel in Portfolios und vielleicht dafür eine Note kriegen, sie nicht mehr so an einem Punkt dann ihre Prüfungsleistung ableisten müssen. Das muss es auch teilweise geben, aber zum Beispiel diese Veranstaltung hier ist so eine, wo sie tatsächlich eigentlich über ihren Lernprozess berichten, dokumentieren und dafür dann auch ihren Schein bekommen. Keine Note, aber einen Schein. War mir nicht ganz sicher, ob ich diese Folie überhaupt noch mit reinnehme. E-Learning, internetunterstütztes Lernen. Manche bezeichnen StudiaPeer als eine E-Learning-Plattform, manche auch nicht. Was ganz klar ist, dass diese alten statischen Lernumgebungen, wo es eigentlich eine Person gibt, die so eher die Inhalte reinstreut und dann so ein paar Arbeitsaufträge gibt und dann Ergebnisse einsammelt, dass die eigentlich ziemlich passé ist und dass man eigentlich eher dahin kommt, persönliche Lern- und Arbeitsumgebungen zu entwickeln. Und dies werden wir in diesem Seminar machen, so dass Sie E-Learning 2.0, 3.0, dass Sie auf alle Fälle in der Zukunft des Lernens landen. Hier nochmal die Quellen für die referierten Daten und ich hoffe, Sie kommen, schauen auch noch in die Episode 3 rein und bis dahin viel Spaß und eine gute Zeit mit ganz vielen Web 2.0 Diensten und auch ohne.